Moin Leute, bevor es gleich losgeht mit Splatoon 3, kurze Anmerkung aus dem Schnitt. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in den Aufnahmen, ich habe jetzt 1 bis 7 aufgenommen, also schon 7 Episoden aufgenommen, und ich habe natürlich nicht vorher das Aufnahmematerial gecheckt. Deswegen kommt es aktuell immer mal so alle paar Minuten kurz zu einem kleinen Ruckler. Manchmal fehlen auch so 3-4 Sekunden, weil einfach das Bild schwarz ist. Ich habe keine Ahnung, wodurch das passiert ist. Ich bin am Fix dran, hab's eben schon mal probiert, nochmal irgendwie eine Testaufnahme laufen zu lassen. Da war alles okay. Vielleicht war mein Rechner am Anfang noch nicht ready für die Aufnahme. Ich find's raus. Beim nächsten Mal soll es hoffentlich dann nicht der Fall sein. Also ab Folge 8 dann. Die ersten 7 Folgen, die gebe ich euch trotzdem, weil ich kann den Content ja nicht reproduzieren. Ich hab's ja jetzt nur mal weitergespielt. Von daher wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit Splatoon 3 und sorry für die gelegentlichen Ruckler und für die kleinen Bildaussetzer. Also viel Spaß. Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu Splatoon 3. Ich habe Splatoon 1 gespielt, ich habe Splatoon 2 gespielt, ich habe beides als Videoform auf meinem Kanal festgehalten. Und das gleiche werde ich mit Splatoon 3 natürlich auch machen. Gestern ist es rausgekommen, ich hoffe, ich bringe dieses Video heute noch. Ansonsten ist heute Sonntag, das wäre auch nicht verkehrt. Aber ich begrüße euch auf jeden Fall. Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu Splatoon 3. Ich bin mir noch nicht ganz darüber klar, auf welchem Kanal ich das bringen werde, also auf Corona oder Corona spielt, aber darüber werde ich euch dann im Laufe des Projekts noch weiter aufklären. Erstmal gehen wir rein ins Spiel, beziehungsweise gucken wir uns jetzt schon mal die 3 Charaktere, die es diesmal sind, an, die uns immer die News erklären. Hier gibt es tatsächlich nicht viel zu erklären gerade, außer dass es jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, einen Splatcast zu hören, indem ich den linken Trigger drücke. Da passiert nicht viel, wir können das einmal kurz machen, dann kann ich jetzt hier rumlaufen. Dann sagen sie da oben, werf einen Blick auf die aktuellen Arenen, Trommelwirbel und bäm! Standard Revierkampf, Segeltour, also jetzt stellen sie auch im Splatcast oben schon die Sachen vor. Wenn ich da jetzt nochmal drauf drücke, komme ich wieder zurück in das Ganze, in diese Ansicht. Ich glaube, ich kann hier damit das skippen und hier schon in die Lobby gehen. Perfekt, das funktioniert sogar. Ah ja, okay, gut, damit kann man dann jetzt also schnell skippen. Das ist natürlich cool. Er sagt jetzt auch, ich hoffe, das ist alles gefallen. Ah jo, mach Feierabend, das war's, Schurken, denkt dran. Jetzt und heute macht Beute, Leute! Ja, Beute werden wir auf jeden Fall machen. So, erstmal würde ich sagen, stelle ich euch mal ganz kurz, für die, die noch gar nicht gespielt haben, ich habe nämlich schon ein bisschen gespielt, stelle ich euch mal ganz kurz dieses wunderbare Spiel in einem kleinen, ja, Showcase da. Ihr seht, ich habe schon eine kleine Rüstung an. Das liegt daran, dass ich die Amiibo-Sache bei der Squidlinge, also sprich, den grünen und den lilanen, diesen kleinen, ja, den Tintenfisch, es ist nicht Oktopus, aus Splatoon 1 und Splatoon 2. Mir fehlt der gelbe. Aber ihr könnt hier einfach hingehen und dann die Amiibo-Daten lesen und dann mittig auf den Controller halten. Auch noch eine Änderung. Ich habe mir den Splatoon-Controller gegönnt, weil ich vorher ja immer nur mit den Joy-Cons gespielt habe. Und dann kriegt man halt dieses ganze Set. Kriegt noch ein bisschen mehr daraus. Ihr kriegt zum Beispiel hier auch noch dann, das ist ein, das ist dann der aus Splatoon 2. Das ist irgendwie von einem inkligen Jungen, glaube ich. Und das ist von dem inkligen Mädchen. Das ist das Startding. Einfach komplette Sets. Ich habe mir jetzt einfach das genommen. Das sieht irgendwie nostalgisch aus, muss ich sagen. Sehr, sehr nostalgisch. Und ja, ansonsten sind wir hier das erste Mal nicht in den Kopolis, sondern wir sind in Splatsville, eine neue Stadt. Die ersten beiden Teile spielten ja in derselben Stadt. Ja, es ist jetzt, hier stehen wieder die ganzen Leute rum, die ihre Sachen machen können. Ich habe auch noch gar nicht mit jedem hier gesprochen. Nintendo, okay. Und hier kann man ein bisschen rumlaufen und die Sachen erforschen, erkunden und so weiter und so fort. Das können wir vielleicht auch irgendwann mal machen. Ich weiß gar nicht, was hier noch ist. Hier sind wahrscheinlich dann auch die ganzen Klamottenläden. Hier stehen auch Leute rum, die irgendwie was zu sagen haben. Alter, das ist ja riesig hier. Ich bin ja noch gar nicht hier rumgelaufen. Oh, was ist hier? Die spielen auch mit. Ich kann hier rumspringen. Alter, das ist ja wirklich riesig. Warum ist denn das alles so riesig hier? Wo geht's denn hier lang? Zum Story-Modus, den wir auch gleich in diesem Video anfangen werden, sei gesagt, natürlich wurde wieder der Elektrowelz geklaut. Das habe ich jetzt. Ach, hier ist einfach nur. Hier kann man einfach nur oben stehen, um zu gucken, oder was? Wow.
Okay, cool. Wir gehen jetzt mal etwas Neues rein. Ich habe noch nicht die Bär GmbH, das ist wieder dieses gegen den Salmoniden. Ich habe noch nicht in Inkade und ich habe noch nicht in Krater geguckt. Ich guck mal in den Krater rein, mal gucken, was das ist. Das könnte eventuell tatsächlich der Anbeginn der Story-Modus sein. Ich habe jetzt auch das Tutorial nicht gespielt, also das habe ich alles schon geskippt für euch. Deswegen schauen wir mal rein. Ja, genau, es ist tatsächlich, wie ich gedacht hatte, der Krater und da haben wir Captain Kuttelfisch. Es ist schrecklich, es ist furchtbar. Die Octaria kommen. Schon wieder. Hui, grüß dich, hab dich gar nicht gesehen. Sag, haben wir das nicht schon mal einer durchexistiert? Mein Gedächtnis ist nicht mehr so wie früher. Wir starten Kuttelfisch, offizieller taktischer Berater der neuen Aquamarine. Steht zu Dienst, nein. Sieht so geil aus. Dieses Funkeln in den Augen, das ist echte Leidenschaft, das sehe ich sofort. Nach solchem Temperament habe ich gesucht. Es ist nämlich so, der Riesen-Elektrowels, weißt du, der ist Blätzfilm mit Energie versorgt. Der wurde gekidnappt, gefischnappt geradezu. Auch das kennen wir schon. Weißt du, wer dahinter steckt? Ich sag's dir, die Octarianer. Ich verwette mein letztes Blümchenhemd darauf. Der Riesen-Elektrowels war nämlich schon mal weg. Zweimal, um genau zu sein. Und beide Male hatten der Octarier in sich gekrallt. Rein technisch bin ich zwar im Ruhestand, ja, aber die Octarier haben immer ein Auge habe ich immer im Auge behalten. Und mit den Glubschern entgeht mir nicht viel. Aber das glaube ich. Trotzdem haben sie den den riesen Elektrowels irgendwie in ihre Tentakel gekriegt. Jetzt müssen wir ihn zurückholen. Siehst du, so oder so? Ist doch so, oder? Das war ein Jobangebot. Geld gibt es als Feind, aber vielleicht rettest du die Welt. Das lässt dir sich nicht entgehen, oder? Oder? Dein Glückwunsch, du gehörst zum neuen Aquamarinen. Okay. Nummer 3 bin ich. Oh nein, was trägst du an deinem brandneuen Heldenanzug? Der würde eine große Hilfe sein gegen die Octarianer. Oh, guck mal, und hinten ist unser kleiner. Den kann man übrigens auch gestalten. Hinten sitzt unser kleiner Hilfsalmonide drin. Vielleicht liegt es an der Waschtemperatur. Wobei ich das Zeug noch nie gewaschen habe. Die letzte Nummer 3 war so sauber, da war die Kluft immer wie frisch aus der Packung. Sachen gibt's, wo hast du den denn her? Bedauere, den Kleinen kann ich nicht ausstatten. Hatte nur eine Heldenausrüstung in der Tasche. Aber so munter wie er ist, braucht er sicher keine. Scheint mir Heldenschaft genug. Okay, und damit Agenten Marsch. Nehmt euch Oktovögel tüchtig vor. Die Oktovögel tüchtig vor. Ich zähle auf euch zwei. Okay, wir sind also wieder Nummer 3. Stimmt, wir waren auch in den letzten Teilen Nummer 3. Ich nehme mal kurz einen Schluck von meinem Kaffee. Und weiter geht's. So, natürlich hier. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Wir können uns hier natürlich rumfärben. Dieses Flauschplasma, sei bloß vorsichtig. Ja, wenn du es berührst, hat sich's ausgefleckt. Aha. Okay. Alles klar mit dir, du musst vorsichtiger sein. Kann ich Flauschplasma wegmachen? Nein, kann ich nicht. Sei bloß vorsichtig, ja. Wenn du es berührst, hat sich's ausgefleckt. So, aber. Oh. Aha. Okay, dann werden wir den Scheiß mal nicht berühren. Genau, komm, weiß ich schon, was passieren wird. Zack, komplette Verflauschung. Da verspielt ihr Flauschplasma den Weg. Und sieh mal, oben auf der Barriere ist eine Kugel. So nimmt man jedenfalls einen Flauschkern. Das Ding müsste man irgendwie zum Platzen bringen. Dann wäre das Flauschplasma sicher auch weg. Aber mit Tinte ist da nicht viel auszurichten. Egal, kommt Zeit, kommt Flauschkernhilfe. So viel ist erstmal lieber ein Weg, der in die Octarianer versteckt führen könnte. Okay, mit Tinte passiert ja nicht viel. Ah, damit können wir uns die Sachen. Uff, geputzt werden könnte ich ja mal. Oder rasiert oder irgendwas, das ganze Flauschplasma entfernt. Okay, da kümmern wir uns offensichtlich. Wieso offensichtlich? Wo bin ich ja jetzt auf einmal hier? Wo kommt ein Dessert? Wir wollen natürlich mit der Welt 1 starten. Der Octoshock. Feind im Krater. Damit fangen wir an und damit herzlich willkommen nochmal! Jetzt offiziell zum... Hä? Links. Jetzt offiziell zu Splatoon 3. Es geht für mich los. Ich habe schon ein bisschen PvP gespielt, einfach um mich zu beschäftigen, weil ich natürlich nicht abwarten konnte. Und jetzt aber mit euch zusammen, wie die letzten Male schon. Ach Gott, Leute. Es ist einfach ein schönes Spiel. Ich sag's euch, wie es ist. Wieso? Ich möchte aber... Ich möchte eigentlich Bomben werfen und nicht Salmini. So, wir werden natürlich wieder versuchen. Ich spiele übrigens, falls ihr euch wundert, nicht mit der
mit der Bewegungssteuerung, weil ich die einfach nicht, keine Ahnung, ich habe mich nie dran gewöhnt. Und ja, geht's auch eigentlich nicht. Aber wir versuchen zusammen möglichst natürlich die 100% zu holen. In die Kommentare. Ich habe vorhin angesprochen, ich weiß noch nicht, welchen Kanal ich dafür nutzen werde. Ich denke, ihr werdet dieses Video sehr wahrscheinlich auf meinem Hauptkanal sehen, auf Corona. Und zukünftige Folgen dann wahrscheinlich auch einfach auf Corona spielt, weil eigentlich will ich die ganzen Let's Play Sachen ein bisschen ausgliedern und gerade weil hier die Folgen, gerade der Singleplayer für Splatoon immer so ein bisschen, ja, Uncut Let's Play ist, ist dafür eigentlich der andere Kanal da. Also wir gucken mal hier, hier haben wir nix, gucken uns natürlich alles ganz genau an. Ach guck mal, hier da oben geht's noch hoch, gucken wir mal. So, sind wir hochgekommen mit dem Supersprung. So. Gucken, ob wir hier irgendwas Verstecktes drin. Nein, es sind auch alles nur Teile. Okay, damit haben wir jetzt irgendwas hier aktiviert. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Bisher noch nichts zu sehen von Erkunde. Vielleicht kann dir sein Mini helfen. Drück R. Der färbt da so ein bisschen. Ah! Okay. Also dafür ist er da. Ich habe zwar keine Bombe dann, aber Salmini wird so ein bisschen dafür sorgen, dass er mir wahrscheinlich weit entfernte Dinge dann einfach nahelegt. Oh, guck mal hier. Ah, eine Rüstung. Leg sie an. Sie bietet dir etwas Schuss vor gegnerischer Tinte. Okay, brauchen wir erstmal nicht, würde ich sagen. Auch sein Mini bringt mir meine Sachen wieder. Das ist auch schon mal sehr cool. Okay, das ist mal eine neue Mechanik. Auch wenn jetzt nicht bahnbrechend Neues. So, wir gucken mal, was wir hier haben. Aha. Da, siehst du diesen Okto-Rekruten? Sieh dir gut. Und zerkleckse ihn mit ZR. Okay, das kriegen wir hin. Er sieht ein bisschen gebrainwashed aus, um es ehrlich zu sein. Er sieht nicht so aus, als wäre er, als wäre das normal bei ihm. Vielleicht ist das ja die Story. Diesmal sind es nicht die Octolinge, die uns hier Kopfschmerzen bereiten, sondern die werden gemeint-controlled von diesem Flauschplasma. Hm. Wir finden es raus. Achso, hier geht's. Oh Gott. Und da haben wir den ersten Elektrowels. Ui, okay. Ich weiß nicht, ob es hier geheime Sachen gab. Ich habe jetzt keine gesehen. Wir gucken einfach mal. Wir behalten das Ganze mal im Auge. No? Saubere Arbeit Nummer 3. Du erinnerst mich an einen gewissen jungen Kuttelfisch, so heldenhaft und mutig. Die gute Nachricht ist, dass du eine Elektrowels gefunden hast. Die sind auch eine Art Energiequelle. Aber die noch bessere Nachricht ist, dass der Riesenelektrowels dann hier auch irgendwo auf uns warten muss. Juhu! B-b-b-b-bum. Gut, den haben wir. So, Kuddelfisch. Der Heldenanzug passt dir ganz ausgezeichnet. Die jungen Leute haben es auch gerne etwas schlabberiger. Okay. So, die Frage ist jetzt aber, dieses ähnliche Flauschplasma versperrt uns den Weg. Und wie glücklich dieser Flauschkern vor sich her wabbert, als würde er sich über uns lustig machen. Hm. Will uns dein Salmi irgendwas sagen? Weißt du, es heißt ja, dass deine Spezies ganz interessant auf Fischeier reagiert. Versuchen kann man es ja, oder? Drück doch mal R, um dein Salmini ein paar Fischeier zu stärken. Salmini werfen. Aha, es hat das Plasma einfach so verputzt. Das kleine Biest hat ganz schön Appetit. Und damit ist der Weg jetzt frei. Also weiter. Okay, perfekt. Wir wissen also jetzt, wie wir das Ganze hier wegmachen können. Zack, 100 Fischeier kostet es. Dafür macht Salmini hier alles weg. Einmal können wir das noch machen. Perfekt, was haben wir hier? Einen Beuteanker, ein Stück Spind-Deko. Hol es dir im Lobby-Terminal ab und verzichte deinen Spind damit. Okay, auch eine neue Sache. Es gibt jetzt Deko-Artikel,
Ja, von Dekoartikeln ist immer so eine Sache. Ja, wer Bock hat, kann sich die gerne holen. Asthma hat keine Priorität für mich. Wir machen noch einmal die zweite Runde. Nummer 2, Level Nummer 2. Und gucken uns das Ganze dann auch mal an hier. Wie sieht's bei euch aus, Leute? Habt ihr Splatoon 3? Spielt ihr Splatoon 3? Ich möchte auch wieder dieses Mal mit euch zusammenspielen. Ja, also das heißt, das werde ich euch dann auch nochmal mitteilen, wie und was und wo das Ganze stattfinden wird. Wir werden auf jeden Fall zusammen noch ein bisschen dann die Games unsichtbar machen im Multiplayer-Modus und vielleicht ja auch das ein oder andere Rank. Ja, ich hatte bei Splatoon 2 war es, glaube ich, oder war es Splatoon 1, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. Grüße gehen raus an die Leute, die damals mitgespielt haben. So. Hui. Bin hier ein bisschen fokussiert. Wichtig immer noch mal auf die zweite Ebene nach unten zu gucken. Weil da früher immer irgendwas drunter war. Hier sind Schleuderbänder. So, was haben wir da hinten? Nee, da war nix. Wir hopsen hier mal drauf. Okay. Hier unter vielleicht? Nein, hier ist nix. Kann Salmini auch färben, ist die Frage. Nein, Salmini macht nichts. So. Was ich auch gerne nochmal ausprobieren wollen würde, hier war doch eben noch eins. Und zwar, ob sein Mini... Oh, warte. Okay, mach. Ist jetzt zu weit weg. Ob sein Mini tatsächlich auch Damage macht, ja. Kann sein, dass sein Mini hier unten irgendwie... Ah ja. Perfekt. Sein Mini macht auch Schaden. Das ist schon mal gut. So, hier die Dinger... Ups. Aha, mal hier. Hier geht's irgendwie hoch. So. Aber ich fürchte, wir haben, glaube ich, noch nicht alles geholt hier oben. Hier sind zumindest noch ein paar Fischeier. Ja, nehmen wir mit. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ich habe jetzt keine... Ich habe jetzt niemanden gesehen, der da... Also ich habe jetzt hier nichts gesehen, was irgendwie großartig sneaky aussieht. Ich sehe keine Kisten. Ich sehe keine Kisten. Ich sehe keine versteckten Plätze. Also einfach nur ein Poster. Nee, ich glaube... Gibt's nichts in der Welt, glaube ich. Würde ich jetzt mal tippen, oder? Ich meine, richtig. Ihr könnt mich da gerne auch eines Besseren belehren. Oh, ich habe vergessen. Ich habe vergessen zu springen. Schade, das war der erste Tod. Aber. Oh nee, wo sind wir? Hä? War ich schon hier? Nee. Ist egal. Ups. Boink. Boink. Wir nehmen die jetzt mal nicht alle mit. So, wir nehmen aber das alles mit. Die nehmen wir mit. So viel Zeit muss sein. Und jetzt gehen wir hier hoch. So viel Zeit muss dann tatsächlich sein. Oh, 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 oh. So ein paar Fischeier sammeln. Sicherlich nicht verkehrt. Gut, nicht ganz sauber. Das wird beim nächsten Mal besser, Freunde. Ich habe vor, den kompletten Singleplayer mit euch zu spielen. Ich habe vor, mit euch auch wieder
den Multiplayer zu spielen, alle Waffen mal so ein bisschen vorzustellen und sehr gut Nummer 3. Na, kamen dir diese Octarier auch seltsam vor? Die waren doch sonst nicht so flauschig, oder? Na egal, die können von mir aus machen, was sie wollen. Also jetzt nicht so wirklich, die verstehst du schon, was ich meine. Und solange du den Heldenanzug trägst, kann dir kein Octarier die Tinte reichen. Egal, ob er fällt oder nicht. Hast du das Etikett gelesen? Achso, das ist ja hinten, aber ich kann es auswendig. Der letzte Schrei in Sachen postapokalyptische Mode. Finden Sie Ihren Weg vorbei an Gegner mit Ihrem Spezialsensoren und Trockenreinigung. Du musst alles über deine Ausrüstung wissen. Regel Nummer 1 im Kampf. Okay. Ich hoffe, ihr euch auch. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, nächstes Mal ist übrigens morgen. Bye, bye. Kuss.